Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play WoW MOP Pandaren Monk. Ja, was gibt es heute zu sehen? Wir sind hier, ja, im Grummelbazar. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen hier einstellen. Kleinen Moment bitte. Der hier muss noch ein bisschen... Hallo? Ich muss vielleicht OK drücken. Nee. What? Ah, falscher Knopf. So, dann passt das so ein bisschen. Alles klar. Ja, ich habe, wir sind hier am Grummelbazar. Ich zeige euch gerade mal, wo das ist. Das ist in den Kunai-Gipfeln. Das ist hier dieser Punkt. Und wir müssen hier Traffic Issues, ja, also Verkehrsprobleme im Deutschen, ist eine Quest, die wir gerne machen möchten. Denn dieser Part, ne, wie ihr wahrscheinlich in der Beschreibung schon gelesen habt, beziehungsweise im Titel, ist ein Draenor-Vorbereitungspart. Ja. Und was heißt das denn genau? Das heißt, liebe Leute, dass wir ordentlich aufs Maul bekommen. Ja. Weil in Draenor kriegt man ja ordentlich aufs Maul. Sag mal, was ist denn los? Warum kann ich denn jetzt? So. Flumps. Ja, wir wollen nämlich unser Inventar ein wenig aufstocken. Ne, also für Draenor ist natürlich wichtig, dass man auch seine Taschen eben hat. Ui, kann ich nicht mehr durchlaufen? Ich glaube, die kann man jetzt nur noch hier in die Luft jagen. Ja, kann man nur noch in die Luft jagen. Gut, wir möchten für Draenor unsere Taschenplätze ein wenig aufstocken. Und geizig wie ich bin, ne, wollen wir natürlich auch kein Geld für ausgeben. Weil wer gibt denn schon Geld für Taschen? Ich bitte euch. Sind wir Frauen oder was? Also, ja, wir gucken natürlich dann, dass wir jetzt Quests mitnehmen. Wo man eben Taschen bekommt. Oder, ja, wo man noch ganz einfach, ganz günstig an ziemlich große Taschen rankommt. Das soll so jetzt die nächsten paar Parts einfach mal bestimmen. Ich sag deshalb nächste paar. Weil, ja, diese Questreihe hier ist erstens ein bisschen länger. Das heißt, es dauert ein bisschen eben auch die zu machen. Plus, da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Ne? Und das müssen wir uns dann mal natürlich dementsprechend besser angucken. Zusätzlich gibt es da noch eine Tasche, wo man theoretisch, wenn man da wahrscheinlich gut equipped ist oder mit einem Freund reingeht, noch ein bisschen mehr als nur die Tasche rausholen kann. Ja, beziehungsweise generell gibt es ein paar Sachen, wo man eben dann auch entsprechend etwas mehr rausholen kann, als eben nur eine Tasche. Da gibt es mehr als nur eine. Und welche das sind, erfahrt ihr dann alle in den nächsten Parts. Das wollen wir natürlich... Oh, Halloween ist vorbei. Halloween ist vorbei, du Spaß. Jetzt muss ich erstmal Barthänder wieder hier den Buttonlock ausstellen. So, weg damit. Ja, ich hatte... Oh, ihr merkt, ich bin immer noch nicht so ganz gesund. Der kratzt immer noch so ein bisschen im Hals hinten. Boah, ist das kacke. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass heute noch Halloween ist. Ist aber nicht. Wie, ich muss die ganzen Quests hier alle machen? Alle, okay, dann mach ich alle. Ihr seht aber auch hier, ne? 14 Slot gibt schon mal für 12 Gold. Ah, ist jetzt recht viel. Wir müssen, glaube ich, alle diese Grummelsachen hier machen. Das nervt ein bisschen. Grummelslug. Gut, dann nehmen wir hier einfach mal die Quests mit, ne? Warum nicht? Warum denn bitte nicht? Nein, die nehmen wir nicht mit. Fick dich. Kochen. Pff, wer braucht das schon? Ja. Pizza und Schnitzel und so ein Scheiß. Da brauchen wir nicht viel kochen können für. Gut, hier müssen wir jetzt Öl vorkommen und organisieren. Ach ja, ach richtig, wir müssen die Dinger in die Luft jagen. So. Oder müssen wir die gar nicht in die Luft jagen? Ich weiß es nicht. Wir mussten nur Öl mitnehmen. Ach komm, jetzt stirb doch einfach mal endlich. Danke. Wir mussten nur einfach Öl mitnehmen. Und diese Lucky Dose, ja, von den Yaungol gestohlen. Ja, die Yaungol hier, die sind ganz, ganz böse, popöse.
Ne, die mag keine. Wirklich keine. Keiner mag die. Und wir müssen da jetzt hier ein bisschen der Gerechtigkeit nachhelfen, ne? Also die Diebe ganz entsprechend einiger nicht ganz so westlicher Glaubensrichtungen entsprechend bestrafen. Ja? Und dass wir nicht nur eine Hand abschlagen, sondern wir nehmen gleich alles mit. Warum nicht, ne? Ich meine, gratis Organe, ja, lässt man halt nicht liegen. Ne, und ja, wir wollten Öl von denen und wir wollten diese Lucky Dose haben. Glücksbringer heißen die, glaube ich, dann im Deutschen. Haben jetzt einen super geilen Ring bekommen, mit dem wir nichts anfangen können. Ihr seht aber auch, ne? Item Level 521. Ich könnte 524 haben, das liegt aber daran, dass ich eine Offhand bekommen habe. Und Leute, ja, der Monk ist zu blöd, um eine Offhand zu einem Stab zusammenzunehmen. Das ist echt ein bisschen dämlich. Aber gut, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. So, jetzt müsste es hier doch weitergehen, ja. Jetzt geht's hier weiter. Roadside Assistance. Hier müssen wir einfach nur quasi hochfliegen. Ne, und dann hier eben diese Dinger einfach anzünden, ne, die Fackeln. Damit die, keine Ahnung, wissen, wo es lang geht, damit die Glück kriegen oder was auch immer. Schön an der Kiste ist, man wird nicht vom Mount runtergeschmissen, das heißt, das geht. Alles ein bisschen fixer. Ne, man geht einfach hier hoch. Gerade mit dem Flugmount ist es eigentlich fuck egal. Da kann man dann doch ein bisschen fixer die Dinge auch anzünden als eben sonst. Und dann kommen wir zur nächsten Station. Das ist One Keg, also quasi ein Fässchen. Also Keg, Fässchen, eins, eins, ne? Ein Fässchen. Und hier gibt es natürlich dann auch die Burlap Trail. Genau die hier. Ich dachte eigentlich, die müsste man. Na gut. Die sind da unten schon am Laufen. Ich hoffe mal, dass sie nicht verbuggt sind. Ich hatte es nämlich öfter mal, dass sie verbuggt sind. Und wo wollte ich denn hin? Hier wollte ich gucken. Und stehen halt einfach nur blöd da rum. Diesmal scheint es aber nicht zu sein. Diesmal scheint hier auch ein echtes Problem vorzuliegen. So. Gehen die jetzt weiter oder nicht? Oder doch? Ja, die gehen jetzt weiter. Diese netten Herren und Damen, ne, müssen wir begleiten. Ich habe übrigens diese Toybox, habe ich irgendwie noch nie benutzt. Ne? Toybox, da. Toybox. Chromatic Torch. Schön. Ne? Kann man mal die Leute, ja, verbrennen. Können wir mal gerade gucken. Invalid Target. Ach, Ally. Okay. Wenn jemand stirbt, dann, ne, kann man ihn damit schön brav wiederbeleben. Was ist denn da? Nassus Banner. Nassus Banner, okay. Lions Only. Schöne Kiste. Schöne Kiste. Also mit der Spielzeugkiste gefällt mir recht gut. Es wäre cool, wenn man. So. Kann man mal ein bisschen filtern. Ja, so viel haben wir ja nicht, ne? Was haben wir hier? Hui. Ja, das ist schön. Ne, kann man hier so ein bisschen Scharreinheit quasi, ne? Ey, ihr hört auf, hier meine Komparsen hier fertig zu machen, Jungs. Man nimmt sich nicht hier Schwächeren vor, ne? Das macht man nicht. Gut, ich mach das jetzt auch, aber in der Regel, ne? Als gut. Na, ich bin als. Ich verteidige nur. Das geht. Das geht. So, ihr drei habt's wohl noch nicht so ganz kapiert, ne? So. So, hier. Okay. Hui, das ist wirklich strong. Das ist natürlich. Also eigentlich ist das recht schön hier, finde ich. Okay, also du stirbst jetzt einfach mal instant, habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Du, mein Freund, kannst aufknicken. Ja, haben wir es doch geschafft. Sind die netten Menschen dann doch hier angekommen? Was habe ich eigentlich hier alles in der Toybox drin? Huntable. Okay, kann ich das kicken? Ja, wie geil! Wie geil! Schade, ich kann es nicht weiterkicken. Das wäre cool, wenn man da irgendwie Fußball mitspielen könnte. Yar har und a bottle full rum. Super. Was bist du?
Okay. Schön. Der rituelle, die rituelle Tasche bringt hier nochmal Buffs, aber nur in den Kunlei-Gipfeln, und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und wir müssen hier jetzt den Bruder Rabbit's Foot, Hasenfuß, okay. Hallo Bruder Hasenfuß, der natürlich auch gleich noch eine Quest für uns hat, ne? Nice, wie der ist. Der möchte ein Lucky Do, ne? Der hat auch seinen Glücksbringer verloren. Und da sollen wir ihm dann doch wie ganz nette Menschen helfen, ne? Ich meine, nette Menschen, sowas haben wir ja nicht. Ja, komm, ey. Mein Xuan zerlegt euch sowieso alle. Ja, damals schon. Also wie gesagt, die Quests gehen eigentlich recht fix. Das ist jetzt kein großer Beinbruch hier. Es dauert halt recht lange, weil die Questchain ist halt etwas länger. Aber gut. Wir können uns ja mit unserer Toybox ein bisschen beschäftigen. Hosenidol. Kennmaske. Machen wir mal Kennmaske. Ach, geht nicht. Turnip Paint Gun. Was? Ach, jetzt wollte ich eigentlich den Typen abwerfen, aber gut. Hey, was ist denn mit euch los? The fuck? What? Wo kommen die her? Hä? Wo kamen die auf einmal her? Ich bin doch geflogen, ich hab die doch nicht gepult. Check ich nicht. Da check ich nicht. Habe ich das vielleicht mit meiner Maske gemacht? Nö. Ha. Komisch. Aber wir haben ja die Geisterrolle, ne? Wir können uns ja schneller fortbewegen. Ist nur schade, dass wir den Buff nicht kriegen. Das wäre geil. Das wäre extremst geil. Aber ihr seht, meine Toybox ist etwas unterversorgt, ne? Im Gegensatz zu meinen Pets, wo ich doch noch ein paar habe. Warum ist das locked? Ach, weil die voll sind. Okay. Da hast du dann Lucky Do. Da gibt's noch mehr. Grummelpack, da ist es doch schon. Genau, da haben wir das schon geschafft. Da müssen wir eigentlich nur diese eine Quest machen. Du bringst nichts. Dann machen wir dich weg. So, dann holen wir uns jetzt nur das Grummelpack, die 24er-Tasche. Ne? Das ist eine 24er-Tasche zum Mitschreiben, bitte. Und diese 24er-Tasche gibt es hier für eine recht simple Quest, ne? Das muss man sich halt mal geben. Ach komm, Jungs. Zack. Die hauen aber ganz gut rein, die Typen hier. Das muss man ja schon mal zugeben. Neidlos. Ne? Eventuell hätte man die Quest ja noch mitmachen können, aber warum denn, ne? Ich meine, wir machen die wahrscheinlich sowieso gerade mit. Na. Critical Damage. Schön. Was wir suchen müssen, sind Tote von seinen Kollegen, ne? Ist da drin? Ne, da drin ist, glaube ich, nur das Lucky Do wieder. Ach, kommt schon. Ernsthaft. Ja, Blizzard, ne, setzt uns hier immer gerne Gegner vor die Fresse, auch wenn wir die gar nicht haben wollen. Kennen wir doch Blizzard, ne? Kennen wir doch Blizzard. So. Müssen wir mal gerade gucken. Ist hier noch welche? Nee. Wahrscheinlich ist in der Hütte auch keiner drin. Ich pulle jetzt. Doch, da ist einer drin. Da ist einer drin. So, 3 Stück Hammer, ne? 5 noch übrig. So, komm, können wir dich jetzt einfach umhauen, bitte? Netter Kerl. So. Ist das alles hier in diesem Gebiet verteilt? Ich glaube aber, in der Mine sind da mehr drin, ne? Mine. Sie nennen es eine Mine, ne? Um es mal mit den Worten von Gimli zu sagen. Aber hier könnten auch welche sein. Ja, da ist noch jemand drin. Lucky Do. Zack. Ich muss immer an Lucky Two denken, ne? Und ich habe meinen Jake gar nicht mehr draußen. Das ist ja ein Fauxpas. Mal wieder. Da liegt auch noch jemand drin. Wie sie alle rumliegen, ne? Wo die
wo die alle gefallen sind hier, das ist ja schrecklichst, ist das ja. So. Hier noch jemand? Nee. Da oben noch jemand? Ja, da oben ist auch noch jemand. Ja, aber auch so ein Affenvieh, ne? Nur das Affenvieh verrecke. So. Zwei Stück brauchen wir noch, dann haben wir unsere Tasche. Ne, und dann haben wir quasi den ersten Schritt hier schon mal geschafft. Ist hier noch jemand drin? Muss ich jetzt da wirklich reingehen? Ich will da nicht reingehen. Ist hier oben noch jemand? Nee. Nur die Türen sind alle zu, ne? Da haben die mal eine intelligente Idee gehabt. Machen wir die Tür noch einfach mal zu. Da oben sind noch welche. Ja, komm, wir ignorieren die jetzt einfach mal so ein bisschen. Und holen uns einfach nur das, was wir haben wollen. Lumps. Und hier unten noch einer. Zack. Ja, dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Ne, nochmal zum Zusammenfassen. Traffic Issues, beziehungsweise Verkehrsprobleme. Damit ist nichts Perverses gemeint, ne? Die Quest startet das Ganze so ein bisschen. Ich glaube aber, ihr könnt doch einfach nach ein Fässchen fliegen. Ne, falls das wirklich ein Fässchen heißt. Und könnt da dann eben einfach die nächste Quest schon annehmen. Also im Wiki stand es noch, dass ich die annehmen muss. Ich war mir nämlich nicht mehr so ganz sicher. Ich bin immer noch im Kampf. Ey Leute, lasst mich doch in Ruhe. Danke. Zack. Oh, da gibt's noch ein Blümchen. Schneelilie. Schön, da fliegen wir gleich nochmal zurück, ne, und holen uns die Schneelilie. So. Da haben wir jetzt unsere erste Tasche für Draenor schon bekommen. Ne? Wir machen das jetzt mal so. Na? Willst du nicht? Warum willst du nicht? Warum geht es hier und da nicht? Das check ich nicht. Das check ich nicht so ganz, aber gut. So, weil jetzt, ich habe wie gesagt, ich habe meine Taschen einfach lieber so geordnet, dass ich die die größte Tasche einfach hinten hab, vorne hab. Und 24 größer wird's nicht. Also, natürlich könnte es größer werden, aber ich möchte ja kein Geld ausgeben. Und wir holen uns jetzt unsere Schneelilie, ne? Da ist die. Und noch eine. Schön. Ja, jetzt haben wir unser 600er Skill in beidem erreicht. Sehr schön. Das ist auch eine Sache, die man für Draenor machen sollte. Seine Berufe hochleveln. Wenn man das noch nicht getan hat, wohlgemerkt. Warum kriege ich denn hier angezeigt? Ach ja, da will ich ja gar nicht hin. Wir wollen jetzt nämlich zurück. Zurück zu dir. Nach Orgrimmar. Beziehungsweise ja nach Orgrimmar eigentlich. Orgrimmar schaffen wir auf jeden Fall. Und holen uns da auch größere Taschen. Ne, also die 16er Taschen, die sind ja ganz nice. Kriegt man auch beim Leveln recht easy hinterhergeschmissen. Aber wir wollen ja natürlich, ja, größere Taschen haben. Ihr kennt das ja, also wir haben jetzt 54 freie Plätze noch. Gut, die kann man verkaufen. Das kann man wegschmeißen. Ja, sieht doch alles recht schön aus, ne? Hat jetzt auch 18 Minuten gedauert, 19 Minuten gedauert. Sagen wir für die Quest grob eine Viertelstunde. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen nebenbei Scheiße gebaut und so. Das muss man noch abziehen, den Weg muss man noch abziehen. Also, Viertelstunde, eine 24er-Tasche. Ich würde sagen, das ist recht fix. Viel schneller kriegt man das, glaube ich, auch nicht hin. Wir haben nebenbei noch ja ein bisschen Gold gemacht, ne? Viel ist es jetzt nicht. Aber ein bisschen. Und wir wollen jetzt nach Orgrimmar. Und fliegen dann wohin? Ne? Und holen uns da eine neue Tasche. Wo fliegen wir hin? Werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Wir fliegen in die Düstermarschen. Zu Onyxias Lair. Und holen uns da die Onyxia-Tasche. Wir müssten eigentlich sogar jetzt geradeaus durchfliegen können. Und weil ich mir natürlich das alles für noch ein Part aufheben will. Schön. Lassen wir das jetzt natürlich drin, den Flug. Und unterhalten uns ein bisschen. Denn es gibt nämlich noch ein bisschen was ich erzählen möchte. Und zwar
habe ich letztens, ich habe ja wieder Tutorium, ihr wisst ja, ich bin ja Tutor, ich bin ja angestellt von der Uni. Und ja, ich würde eigentlich auch noch gerne ein bisschen mal mit euch über mein Interface reden. Ich möchte ein bisschen über meinen Uni reden, Unikram reden. Und zwar kommt ja Warlords of Draenor am 13.11. raus. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Das ist hier, ne? Ist Donnerstag. Und ich habe donnerstags immer mein Tutorium. Also habe ich den Leuten hier, ne, an dem Donnerstag gesagt, hier, Jungs und Mädchens, da kommt das neue WoW-Addon raus, ne? Und haben die gesagt, soll das heißen, wir haben kein Tutorium? Habe ich gesagt, natürlich haben wir ein Tutorium, aber, ne, aber, wir machen das eventuell ein bisschen kürzer und natürlich, wenn ich zocken bin, recht lange, haben die natürlich auch die Möglichkeit, mich nachts anzuschreiben, E-Mails zu schicken und Fragen zu stellen. Ne? Das ist ja ein Service, der vertraglich nicht bei mir drin steht, muss man sagen. Das ist quasi eine Sonderleistung. Und das mache ich natürlich gerne. Ne? Mache ich natürlich gerne für die. Und wir fliegen gerade über das Startgebiet von den Orks. Schön. Hier ist übrigens das Startgebiet von den Trollen. Ne? They see me trolling. Hating. Ja, kennen wir natürlich alle. Und wir sind fast schon da. Weit ist es nicht. Man kann eigentlich, müssen wir eigentlich auch in der direkten Linie drüber fliegen können. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wir kommen an Terramor vorbei. Wir nennen uns Terramor die, ja, Stadt von Jaina Proudmoore. Die leider Gottes durch die Mana-Bombe ganz schön verwüstet worden ist. Und jetzt auch in der echten Spielwelt wirklich verwüstet ist. Natürlich, wenn man da mit einem Low-Level-Charakter durchgeht, ist es immer noch normales Terramor. Mich würde mal interessieren, was da der Trigger ist. Ob man ab einem bestimmten Level dann das zerstörte Terramor bekommt. Oder ob man eben erst dieses Szenario spielen muss, wo man dann eben das zerstörte Terramor bekommt. Ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich wirklich mal interessieren, wo da der Trigger liegt. Würde natürlich am meisten Sinn machen, wenn das der des Szenarios. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich weiß nicht, ob ich das Szenario mit dem hier schon gespielt habe. Ich glaube nicht. Nee, ich habe es nicht gespielt. Alles klar, dann ist es wohl das Szenario. Weil da steht Terramor noch. Ganz normal. Ja, dann können wir doch eigentlich mal das Szenario demnächst mal spielen und uns das mal angucken. Das ist natürlich eine interessante Sache, die wir dann für eine der nächsten Episoden nochmal haben, ne? Wir müssen ja noch ein bisschen Zeit überbrücken. Draenor ist ja noch ein bisschen hin. Ich könnte natürlich auch Pause machen, aber das fände ich nicht so schön. Ja, Trainer, das steht noch. Cool. Dann ist wohl wirklich das Szenario der Trigger dafür. Geile Kiste. Ja, dann sind wir gleich auch schon da. Ne, ihr seht, noch halbe Minute, sagt er. Halbe Minute, Ute. Und dann sind wir schon da. Das ist ja dann schön und dann können wir unsere Folge direkt hier beenden. Die ist ein bisschen kürzer jetzt auch wieder, ne? Aber ich wollte es jetzt nicht ganz so kurz machen, deshalb habe ich jetzt noch ein bisschen geschwätzt beim Fliegen. Denn die letzte, die 100, die war ja schon etwas sehr lang. Zusätzlich war davor noch ein paar Episoden, die etwas länger waren. Und da möchte ich halt natürlich dann jetzt mal ein bisschen kürzer treten. Ist auch für mich, ich bin immer noch recht angeschlagen, etwas einfacher, wenn ich dann jetzt ein bisschen kürzer die Episoden mache. Gut, wir sehen uns in der nächsten Episode mit der nächsten Tasche Onyxia. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Level to new heights. We wanna reap from the thunder.